Das ist eine Arbeit von James Reineking, ein Amerikaner, den es irgendwann nach Köln verschlagen hat und der eigentlich bekannt geworden ist damit, dass er immer wieder und immer wieder eigentlich mit einem Stahlband gearbeitet hat, also einem fast zweidimensionalen Band, auch wenn ich natürlich diskutieren kann, ob so viel zweidimensional ist, aber eigentlich wirkt es wie ein Band, also zweidimensional, und er knickt es oder dreht es oder bindet es und schafft dadurch immer wieder eigentlich Räume, Skulpturen, dreidimensionale Skulpturen. Und obwohl das Material ja nun wirklich deutlich schwer ist und nicht so unbedingt händelbar, habe ich immer das Gefühl, es könnte eigentlich auch noch mal zurückschnellen. Also er schafft diese sehr, sehr schöne Balance.